herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Warum habe ich mein Reisetrolli dabei? Heute würde ich euch gerne 5 persönliche Tipps geben, wenn ihr hier nach Dubai reist, beziehungsweise wenn ihr hier in Dubai Urlaub machen möchtet. Wie bin ich darauf gekommen? Meine ganze Familie kommt in einer Woche hier nach Dubai und besucht mich. Und sie haben mich gefragt, Kim, hast du Tipps für mich? Was muss ich beachten? Was soll ich mitnehmen? Und das hat mich auf diese Videoidee gebracht. Bevor wir starten, schiebe ich den Trolli mal weg. Kommen wir zur ersten Frage, die meine Familie mir gestellt hat. Wie viel Bargeld muss ich eigentlich mit nach Dubai nehmen? Mein persönlicher Tipp an euch, nehmt nicht zu viel Bargeld mit nach Dubai, weil ihr könnt hier alles mit Karte zahlen. Ich wohne hier seit einigen Monaten und ich habe ganz selten Bargeld bei mir, weil du hier überall mit Karte zahlen kannst. Vor allen Dingen in jeglichen Geschäften, in Restaurants, in Clubs, auch in ganz kleinen Geschäften könnt ihr mit der Karte zahlen. Es ist ganz, ganz selten, dass ihr mal irgendwie bar bezahlen müsst. Die einzigen Situationen, wo manchmal das Bargeld besser war wie Karte, zum Beispiel, wenn man in Restaurants geht und in manchen Restaurants kann man nicht das Trinkgeld mit der Karte bezahlen, also durch das Kartengerät, sondern muss es bar haben. Und da ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen Bargeld bei sich hat oder in unserem Fall, wenn man hier wohnt und dem Tankwart Trinkgeld geben möchte, wird das meistens bar gemacht und nicht per Karte. Das sind so die einzigen Situationen, wo es besser ist, vielleicht Bargeld bei sich zu haben. Aber in den meisten Fällen könnt ihr alles mit der Bankkarte zahlen oder mit eurer Kreditkarte. Darum meine Empfehlung, nehmt vielleicht so zwischen 50 und 100 Euro maximal mit und lasst es hier dann in Dirham wechseln, weil dann verliert ihr auch nicht so viel Geld, wenn ihr zum Beispiel doch nicht so viel Bargeld braucht. Nehmt 500 Euro mit, wechselt es in Dirham, braucht vielleicht davon nur 300 Euro und ihr wechselt diese 200 Dirham wieder in Euro oder vergisst es sogar, weil ihr irgendwie spät dran seid, müsst schnell zum Flughafen oder vergisst es total, dann habt ihr einfach einen Geldverlust gemacht und das ist hier in Dubai nicht mehr nötig, dass man so viel Bargeld hier mitnimmt. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, Herr Kim, soll ich eigentlich Aktivitäten direkt am Flughafen buchen? Also wie zum Beispiel, wenn man eine Wüstensafari-Tour machen möchte. Oder soll ich am Yachthafen, an der Marina, da erst mich informieren, wenn man eine Yacht chartern möchte oder gerne eine Bootsrundfahrt machen möchte? Mein Tipp hier an euch, macht das lieber nicht, weil es ist meistens teurer am Flughafen oder direkt am Schalter oder direkt am Marina-Yachthafen, an diesen Informationsständen, wie wenn ihr es online vergleicht. Ihr könnt wirklich sehr viel Geld sparen, wenn ihr da ein bisschen Zeit rein investiert, weil es gibt manchmal super Angebote, die um die Hälfte günstiger sind, wie wenn es zum Beispiel direkt am Flughafen bucht. Ich zeige euch gleich mal ein paar Beispiele, wo ihr den Preisunterschied seht. Hier zum Beispiel habe ich 2 Angebote mal gescreenshottet für eine Wüstensafari-Tour, auch mitunter die beliebteste Aktivität, wenn man mal hier in Dubai ist. Und da gibt es wirklich große Preisunterschiede. Hier habt ihr zum Beispiel einen Preis von 32 Euro. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch Angebote, habe ich im Internet gesehen, die verlangen irgendwie 110 Euro, 150 Euro. Die sind komplett übertrieben. Mit den 32 Euro habt ihr einen fantastischen Nachmittag und könnt die Zeit wirklich sehr, sehr genießen. Es sind meistens ganz kleine Unterschiede, aber schlussendlich bleibt es die gleiche Aktivität. Gibt nicht mehr als maximal 40, 45 Euro aus maximal. Oder ein weiteres Beispiel, für eine Yacht chartern. Hier muss man natürlich separieren. Du kannst einmal eine Yacht chartern für dich alleine, für deine Freunde, um eine private Feier darauf zu machen. Das wird natürlich teurer, wenn du eine Yacht für dich alleine haben möchtest. Dann bist du an zwischen 1500 Euro bis Open End. Kommt drauf an, wie luxuriös die Yacht sein sollte. Ihr könnt auch euch Yachttouren mieten. Da seid ihr quasi mit anderen Urlaubern auf einer Yacht und zahlt im Schnitt 40 Euro, 45 Euro, kommt auch immer drauf an, was geboten wird. Teilweise kannst du auch essen auf der Yacht, dann wird es ein bisschen teurer. Aber wenn ihr ganz gemütlich mal für 2-3 Stunden auf der Yacht sein möchtet, hier würde ich auch nicht mehr als um die 50 Euro ausgeben. Und noch ein Tipp von mir, wenn ihr hier in Dubai seid, wenn wir gerade kurz bei den Aktivitäten sind und im Online-Buchen. Ich liebe es und ich finde es auch wichtig, wenn ich in ein Land reise, wo ich vielleicht noch nicht vorher war, mehr über die Kultur kennenzulernen, mehr über die Religion kennenzulernen und mehr über die Menschen, die hier wirklich
einheimisch sind, kennenzulernen. Man kennt es ja, Luba ist sehr klischeebehaftet. Bucht euch einen Trip. Ihr wird durch den Goldzug geführt, durch Old Dubai, wie Dubai früher war. Ihr lernt mehr von der Religion, von der Kultur kennen und versteht sie danach auch mehr. Ich habe das 2018, also wo ich das erste Mal hier war, habe ich die Tour gemacht und ich bin bis heute fasziniert, weil ich in diesen 2-3 Stunden so viel über Dubai und über die Kultur gelernt habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist gerade das Gegenteil, wie Dubai präsentiert wird. Wir kennen alle die Vorurteile. Vieles wird da widerlegt. Just saying, meine persönliche Meinung, ich weiß, ich kriege einige negative Kommentare unter meinen Videos, wie ich hier leben kann, warum ich hier lebe, dass Frauen unterdrückt werden. Ja, ich weiß, Dubai ist ein kritisches Thema, besonders in Deutschland. Macht diese Tour und bildet euch eure eigene Meinung dazu. Die dritte Frage, die ich gestellt bekommen habe, was kann ich in Dubai eigentlich anziehen? Kann ich mir eine Hotpan mitnehmen oder muss ich verschleiert rumlaufen? Da ist Dubai auch mit einem großen Vorurteil behaftet, dass die Frauen hier verschleiert rumlaufen müssen. Das ist nicht so. Prinzipiell könnt ihr in Dubai anziehen, was ihr möchtet. Da läuft keine Kleidungspolizei rum und sagt, nein, du darfst keine Hotpan anhaben, du darfst keinen Top anhaben oder ihr kriegt irgendwelche Strafen, das ist nicht so in Dubai. Ihr könnt wirklich alles anziehen. Meine persönliche Empfehlung aber, einfach um die Kultur, das Land und die Religion zu respektieren, kann man sich an öffentlichen Plätzen wie in der Dubai Mall, in Restaurants oder gerade in Old Dubai, wo es noch ein bisschen traditioneller ist, ein bisschen mehr bedecken. Das heißt nicht, dass ihr lange Pullis anziehen müsst und eine lange Hose, aber dass ihr einfach schaut, dass eure Schultern bedeckt seid und vielleicht eure Knie. Das heißt nicht die kürzeste Hotpan, dass euer Hintern rausschaut, oder zum Beispiel nur ein Bikini-Oberteil oder sonst irgendwas. Ja, dafür werde ich wahrscheinlich auch in den Kommentaren wieder kritisiert, weil ja, man sollte doch anziehen können, was man will. Einfach meine persönliche Meinung. Wenn ihr trotzdem sehr freizügig in Dubai rumlaufen möchtet, könnt ihr das tun. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet euch nicht sehr wohl fühlen, weil hier das zu 95% alle respektieren. Wiederum am Strand, an Beachclubs oder in Clubs könnt ihr anziehen, was ihr möchtet. Ihr könnt Bikinis anziehen, kürzere Röcke, kürzere Kleider. Gerade wenn ihr feiern geht, könnt ihr euch sehr, sehr, sehr freizügig prinzipiell anziehen, weil es da einfach keine Rolle spielt. Also wenn ihr clubben geht, am Strandseite, irgendwelchen Strandclubs, könnt ihr anziehen, was ihr möchtet. Die vierte Frage, Kim, wie kommen wir von A nach B? Nenne ich mal die zwei bekanntesten Wege. Einmal mit dem Taxi natürlich. Und das ist nicht sonderlich teuer hier in Dubai. Es gibt auch eine Taxi-App, die nennt sich Careem. Damit könnt ihr euch jederzeit ein Taxi rufen, müsst zum Beispiel nicht irgendwie warten, bis mal eins an euch vorbeifährt, sondern könnt euch per App ein Taxi rufen, da direkt schon mit der Karte zahlen. Wenn ihr zum Beispiel eine American Express habt, könnt ihr die auch hinterlegen. Es ist nicht sonderlich teuer. Ein kurzes Beispiel, wenn ich von meinem Zuhause nach Downtown rein möchte, also zum Burj Khalifa, nehmen wir an, der Fahrtweg ist 40, 45 Minuten, weil es Richtung Abend geht und viel Verkehr ist, zahle ich im Durchschnitt etwa maximal 30 bis 35 Euro. Also ihr seht, die Taxis sind nicht sonderlich teuer. Ihr könnt aber natürlich, um Geld zu sparen, und das ist auch wieder ein persönlicher Tipp von mir, mit der Metro fahren. Sie ist top organisiert und ich glaube, jede 5 Minuten oder maximal 10 Minuten kommt eine Metro. Ihr kommt super schnell von A nach B und es ist nicht teuer. Nehmen wir an, ihr habt ein Hotel an Dubai Marina und möchtet gerne zum Burj Khalifa bzw. zur Dubai Mall. Eine Option, ihr nehmt das Taxi, da zahlt ihr ungefähr 15 Euro. Ihr könnt aber auch mit der Metro fahren und zahlt 5 Dirham. Das heißt ungefähr 1,20 Euro, 1,30 Euro. Die Fahrtdauer ist 25 Minuten. Daher ist die Metro eigentlich die bessere Option. Ihr braucht nur 25 Minuten, zahlt nur 1,50 Euro und die Metro in Dubai ist super sauber. Also wenn ihr im Bereich Dubai Marina, Downtown, Business Bay seid, könnt ihr ganz entspannt auch mit der Metro von A nach B kommen. Die fünfte Frage, die mich speziell meine Cousine gefragt hat. Kim, was können wir eigentlich in Dubai machen? Können wir auch mal feiern gehen? Na klar, hier ein persönlicher Tipp von mir. Besonders für die Frauen. In Dubai gibt es unzählige Ladies Nights, Ladies Days, wo ihr zum Beispiel in Clubs keinen Eintritt zahlen müsst und habt zum Beispiel noch 3-4 Getränke frei oder in Strandclubs, wo ihr keinen Eintritt zahlen müsst und kriegt noch eine Liege zusätzlich. Es gibt so viele Möglichkeiten hier für Frauen, um
hier auch Geld zu sparen und tolle Erfahrungen zu machen, tolle Partys zu feiern und eine richtig tolle Zeit zu haben. Ich blende euch mal zwei Internetseiten ein, wo ihr seht, welche Restaurants, Clubs und Bars gerade Ladies Day oder Ladies Night haben. Wir haben ja einmal Ladies Night Dubai. Da könnt ihr super simpel suchen nach Ladies Night oder Ladies Day. Ihr könnt nach dem Tag filtern. Ihr könnt nach der Zeit filtern, ob ihr im Frühabend was machen würdet oder eher später Abend oder tagsüber. Ihr könnt auch die Area aussuchen, also wo möchtet ihr hin. Und ihr könnt nach dem Preis filtern. Das heißt, ihr könnt Angebote raussuchen, die kostenlos sind, die bis zu 100 Dirham sind, die über 100 Dirham sind und ab 200 Dirham. Bei der zweiten Seite Dubai Nights ist eigentlich das gleiche Prinzip. Da könnt ihr auch nach Nightlife suchen, nach Ladies Night, nach Happy Hour, Ladies Day. Ihr könnt auch nach Events suchen, nach Best Places. Also das gleiche Prinzip. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch mehrere Optionen, aber für mich persönlich sind diese zwei Seiten eigentlich sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man hier das erste Mal ist, noch nicht hier so einen Überblick hat. Ich könnte euch natürlich noch ganz viele weitere Tipps geben. Aber das waren die 5 Tipps, beziehungsweise das waren die 5 Fragen, die ich in den letzten Wochen öfters gestellt bekommen habe von Freunde, Familie, die hierher kommen möchten. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt für euch auch interessant zu wissen. Ich werde wahrscheinlich dazu noch einen Teil 2 machen, wie gesagt, weil es noch so viele Tipps gibt. Um das natürlich nicht zu verpassen, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke drücken und das Video liken. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Themen habt, die euch super interessieren, worüber ich mal sprechen sollte, einfach in die Kommentare schreiben. Bis dahin wünsche ich euch einen grandiosen Tag und wir sehen uns bei meinem nächsten Video.